Aber wir sind außen als Einzige, hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist eine der besten Runden, die ich je hatte, glaube ich. Voll die Attacke. Oh mein Gott. Was? Creator Code? Jo Jonas. Hey Leute, heute gibt es eine ganz besondere Brawl Stars Challenge, die es so weltweit noch nie gegeben hat. Und zwar gibt es heute die Challenge, wähle den richtigen Brawler. Dort müsst ihr euch zwischen zwei Brawlern entscheiden und müsst sagen, mit welchem Brawler ich besser abschneiden werde. Ich werde heute insgesamt 10 Battles machen, ihr müsst euch jeweils für den besseren Brawler entscheiden. Und dann ist es eben so, dass der Chat raten muss, welcher Brawler besser ist. Dann zählen wir, wie oft ihr richtig oder falsch gelegen wart. Wenn ihr es schafft, öfters richtig als falsch zu liegen, dürfen wir für jede richtige Antwort am Ende einen zufälligen Gegenstand im Shop kaufen. Ich werde also auf jeden Fall sehr spannend werden. Wenn wir verlieren, werden wir trotzdem im Megabox-Opening machen. Ich würde also sagen, auf geht's. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze bei euch ankommt und ja, auf welchen Maps wir spielen werden. Wir werden auch auf zufälligen Maps haben mit euch, mit Zuschauern. Wird also viel werden. Auf geht's, viel Spaß. Wir haben jetzt die Auswahl. Mit welchem Brawler werde ich besser sein? Mr. P, mein erster Rang 35er oder Byron? Auf geht's. Ihr habt 10 Sekunden Zeit. Ich bin sehr gespannt, wie sich der Chat entscheiden wird. Ich hätte auf jeden Fall einen Favoriten, aber es ist schwer zu sagen. Und der Chat hat sich für Mr. P entschieden, meinen ersten Rang 35er. Das heißt, wir gehen jetzt in die erste Runde rein. Erst mit Byron und dann müssen wir hoffentlich besser mit Mr. P abschneiden, dass wir den ersten Punkt kriegen. Oh, die Map für Byron ist aber sehr stark. Wir sind völlig allein in der Ecke. Also ich glaube, mit Byron werden wir schon mal einen guten Platz hinbekommen. Mal schauen. Die geht ja richtig ab, die Lobby. Oh, aufpassen. Nein. Oh nein, da kommt der Crow. Wir healen uns selber einmal. Machen nochmal einen Heal drauf. Nächster Kill. Ist das der Crow vielleicht? Oh nee, da. Ich heal ihn. Stimmt. Nein, ich bin gestorben. Wir sind aktuell nur Platz 4. Platz 3 jetzt plötzlich und wir sind... Sind wir Platz 2, was? Oh, Platz 3. Das heißt, wir müssen jetzt mindestens Zweiter werden. Und damit kommen wir jetzt zu Mr. P. Auf den habt ihr getippt, dass es der bessere Brawler sein wird. Also müssen wir jetzt besser abschneiden. Oh, okay, wir sind schon drin. Oh mein Gott, wir müssen jetzt wirklich gut abschneiden. Lol, wie krass ist eigentlich die Animation von Mr. P's Koffer? Ich denke jetzt erst. Nein. Oh mein Gott, wie habe ich überlebt? Ich habe nicht überlebt, shit. Oh, das ist sehr gut. Wir haben den unter... Oh mein Gott, wir haben ihn. Er ist voll reingelaufen. Der Call kann jetzt aber gefährlich werden. Auf. Und dann haben wir auch. Oh mein Gott, Mr. P, let's go. Das ist der Sieg. Lol, Loot ist da unten noch AFK einfach. Jawohl, das ist der Winner. Das heißt, ihr habt den ersten Punkt damit gesammelt. Glückwunsch. Wir kommen zum zweiten Battle. Jetzt haben wir das Nahkampf-Battle zwischen dem Boxer und Edgar. 10 Sekunden ab jetzt. Also, der Boxer ist natürlich ein extrem starker Nahkämpfer und ist allgemein sehr stark. Edgar dagegen kann seine Ult aufladen, aber hat weniger Leben. Ich persönlich würde, glaube ich, mit dem Boxer gehen. Und der Chat geht komplett mit Edgar. Also, wir müssen jetzt hier Edgar... Okay, zuerst den Boxer nehmen und damit Edgar besser abschneiden. Also, beginnen wir die erste Runde mit dem Boxer und danach müssen wir besser dann mit Edgar abschneiden. Haben fast alle gesagt. Wir sind auf der Map mit dem Boxer. Das sieht eigentlich interessant aus. Ich gehe mal auf den Teleport. Ich gehe mal das Risiko ein. Und das war voll... Oh mein Gott. Na gut, da habe ich aber das Risiko gut eingeschätzt, oder? Aber das war natürlich ein bisschen lucky. Jetzt geht Mortis rein. Oh, der Mortis geht zu uns, lol. Lol, so ja saures Kant. Ah, heal. Er wird auch geheilt die ganze Zeit. Ah, was? Naruto muss überleben. Oh mein Gott, er ist am Leben. Nein, er fliegt in den Poison. Er kann nichts machen. Teleport raus. Er lebt. Oh mein Gott, er lebt. Jawohl, und das konnten wir predicten. Sehr schön. Oh, das war nicht so gut. Und Ult nochmal. Und wir... Oh mein Gott, ich glaube, wir haben den Win. Oh, das heißt, der Win mit dem Boxer. Das heißt, maximal ist noch ein Ausgleich möglich. Und damit kommen wir zu Edgar. Wir müssen jetzt gewinnen. Let's go. Und noch der Naruto-Pull. Ich glaube, wir können das noch schaffen. Wir sind Top 3 jetzt schon. Wir sind in Showdown. Wir haben das, glaube ich. Wir holen uns das. Oh, let's go, Leute. Das ist, glaube ich, auch der Win. Das ist der Win. Okay, ich würde sagen, wir haben jetzt mit beiden gewonnen. Also einfach ein Unentschieden. Und wir stehen weiterhin 1-0. Als drittes Battle haben wir Mortis gegen Piper. 10 Sekunden laufen. Wir haben natürlich Piper als Nahkämpferin. Die kann auf manchen Maps schlecht sein. Mortis ist aber auch nicht der Beste. Ich gehe mit Mortis. Und auch der Chat hat sich für Mortis entschieden. Die erste Runde haben wir mit Piper. Wir nehmen auch extra das Gadget zum Zurückstoßen. Weil wir natürlich schwach auf diesen engeren Maps sind. Nein, wir haben wirklich eine Minimap. Was? Wir sind im Showdown? Oh mein Gott, ich jump jetzt hier raus. Ah, ja gut, 15 Cubes. Nein, egal, Platz 2. Okay, jetzt kommt Mortis dran. Wir müssen mindestens Top 2 kommen. Okay, wir versuchen es jetzt hier mit Mortis. Die Map sieht aber, ich weiß nicht. Ich bin direkt tot. Oh, wir haben hier einen Teleport zu den Kisten. Oh mein Gott. Ja. Weg. Nein, oh mein Gott, egal, er lebt. Keine Chance. Platz 2, das heißt, wir haben das nächste Unentschieden. Aber wir stehen immer noch 1-0 damit. Unsere vierte Auswahl ist Griff gegen Tara. Also ich würde... mit was würde ich gehen? Ich würde mit Griff gehen. Ne, mit Tara. Und der Chat entscheidet sich auch für Tara als besseren Brawler. So, wir haben jetzt hier Griff als Schlittenfahrer. Richtig geil. Lol, die Map ist komplett dicht. Okay, das ist krass. Wir sind Griff. Weg.
Ja, aber egal, Herr Schmidt lebt. Oh, da ist direkt einer mich reingelaufen. Wir sind Top 2, was? Oh mein Gott. Alter, das war krass. Das heißt, wir müssen mindestens Top 2 jetzt mit Tara schaffen. Oh, da ist die Map. Da könnten Cubes sein. Ja! Oh mein Gott, das ist die Chance. Da kommen Leute. Yes! Nein, was? Er hat 7 Cubes plötzlich. Er hat uns ganz viele geklaut, kann das sein? Oh mein Gott. Ult, ich hab keine Ahnung. Ja! Oh mein Gott, wie jetzt? Das muss reichen. Das muss reichen. Ja, knappe Sache, da ist der Win und damit stehen wir aktuell 2-0. Sag mal richtig und einmal, 0 mal falsch. Wir kommen zum 5. Battle und jetzt haben wir das legendäre Duell. Crow oder Leon? Also Leon ist ja mein Lieblingsbrawler, deswegen gehe ich normalerweise mit Leon, aber Crow ist halt auch sehr stark mit dem Gift und dem Sprung. Auch im Chat ist es sehr knapp gewesen, die meisten haben sich für Leon entschieden. Okay, wir brauchen jetzt am besten eine relativ offene Map für Crow als erstes und das sieht eigentlich gut aus, oder? Nein! Platz 5. Das heißt, wir müssen jetzt mit Leon mindestens Vierter werden. Da ist einiges los. Es ist noch kein Team weg, aber es ist trotzdem gut für uns. Oh, aufpassen. Und wir haben den Kill und können es mal unsichtbar machen sogar. Oh, Alter, wie viel Schaden mache ich bitte mit Power 11? Das ist ja absolut heftig. Let's go. Wo ist denn der andere Gegner? Oh mein Gott, das ist noch ein Mortis. Das ist der Win. Wahnsinnsrunde. Ja, das dritte Mal richtig und kein einziges Mal falsch bisher. Die nächste Auswahl ist ein Speed-Duell. Max oder Stu? Also, Max hat eine krasse Ult und ist schon ziemlich stark, aber Stu kann halt hin und her dashen und auch ziemlich gut dodgen. Kommt noch ein bisschen auf den Skill an. Also, ich würde mit Stu gehen, glaube ich. Und auch der Chat ist relativ eindeutig und geht mit Stu. Oh, Minimap. Aber wir sind außen als Einzige, hä? Oh mein Gott. Können die überhaupt irgendwas machen? Ja, das ist ja ein Free-Win praktisch. Oh mein Gott. Können das eigentlich direkt reingehen mit dem 13 Cubes? Oh, und das war's. Das wird es verdammt schwer werden, denn jetzt müssen wir mit Stu es einfach schaffen zu gewinnen. Der ist schon mal so ein bisschen hin und her. Oh, und wir sind im Rennen, wir sind im Rennen. Oh, ich bin getroffen worden, aber es sind noch ein paar Teams am Leben. Und wir sind Platz 3 geworden. Es ist das erste Mal falsch damit. 3-1 und wir führen immer noch damit. Jetzt haben wir das Battle Surge gegen Bee. Bee ist natürlich besser in Distanz und Surge kann sich teleporten. Allgemein ist auch Surge gut in Distanz. Man muss ihn halt upgraden, darauf kommt es an. Aber ich würde mit Surge gehen. Und auch der Chat hat sich für Surge entschieden. Oh nein, ich glaube Bee hat dafür jetzt umso mehr Pech. Oh nein. Oh mein Gott, wie? Nein, wir sind trotzdem Platz 3 geworden. Wir waren so ein bisschen mittendrin. Und damit haben wir jetzt Surge und wir sind in der Mitte. Oh nein, wir müssen mindestens Top 2 werden. Das wird jetzt natürlich interessant werden. Upgrade? 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 Upgrade, wir haben gewonnen. Was war das denn? Das war übel geil. Wir sind die ganze Zeit hoch und runter gesprungen. Oh mein Gott, das ist eine der besten Runden, die ich je hatte, glaube ich. Damit stehen wir insgesamt 4-1. Damit kommen wir zum 8. Battle und das ist ein Werfer-Battle. Dynamike oder Sprout? Sprout hat Wände und Dynamike kann stunnen und hat mehr Schaden. Also ich persönlich würde deswegen, glaube ich, mit Dynamike gehen. Und der Chat entscheidet sich auch für Dynamike. Oh, was ist da denn los? Oh mein Gott, aber wir haben einen Werfer mit Sprout. Aber stecken wir fest? Nee, oder? Oh mein Gott, nein, nein, nein. Mich außersehen geteleportet. Und wir sind im Showdown. Ja gut, also 15 Cubes weiß ich jetzt nicht, ob ich das schaffen kann. Oh mein Gott. Seid ehrlich, habe ich noch gut versucht. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der hat noch gekillt, aber egal. Platz 2. Okay, Dynamike, wir können halt auch die Jumpstar-Power auswählen. Und wir machen diesen neuen Skin. Nein, oh mein Gott, was machen wir jetzt? Duck lebt, Duck lebt. Kill sie. Oh, Platz 2. Es ist ein Unentschieden, aber das ist in Ordnung für uns. Wir haben das vorletzte Battle und dort haben wir das legendäre Battle zwischen Spike und Ember. Okay, also Spike ist halt, macht viel Schaden, auch im Nahkampf. Ember ist halt auch sehr viel Auto-Aim. Ich glaube, ich gehe eher mit Ember. Aber die Zuschauer entscheiden sich für Spike. Die letzten 2 Runden, bevor wir dann zur großen Belohnung kommen, Leute, zur Megabox-Opening oder eben zufällige Sachen aus dem Shop kaufen, je nachdem. Oh, die Map für Ember ist aber sehr, sehr offen und wir haben sogar direkt die Chance, hier direkt, boah, 3 Kisten abzuräumen. Das ist halt eine Ansage auf jeden Fall. Ui. Oh, da können wir eigentlich sehr gut Druck machen. Ah. Oh mein Gott, ich bin so dumm gestorben. Nein, ich bin noch gestorben. Platz 3. Jetzt hier. Oh, die Map sieht cool aus. Die Runde mit 2. Wir müssen mindestens Top 3 kommen. Platz 3 wäre ein Unentschieden. Platz 2 wäre der Win mindestens. Jawohl. Sehr schön. Alles groß gesehen, aber. Oh mein Gott. Nein. Doch, ich habe ihn bekommen. Aber das zahlt der Mord des ganzen Cubes natürlich ein. Oh, der war noch im Busch. Hund, helf mir doch.
Oh, Platz 3. Das ist besser werden können. Das letzte Battle ist Fang gegen Grom. Fang können wir nämlich auf dem Entwickler-Account spielen. Natürlich jetzt hier nicht im Stream, aber auf jeden Fall für das Video. Was denkt ihr? Wer wird besser abschneiden? Grom ist ein guter Werfer, Fang ist halt ein guter Nahkämpfer. Ich gehe eher mit Fang auf jeden Fall. Der Chat entscheidet sich natürlich für Fang. Okay. Und damit sind wir jetzt hier auf dem Entwickler-Account. Und dort können wir nämlich jetzt schon den neuen Brawler Fang spielen. Und damit legen wir los. Und wir müssen jetzt hier mit Fang Top 2 in dieser Runde werden. Und dann hätten wir das Ganze gewonnen. Das soll uns hoffentlich relativ leicht fallen. Wir sehen auch hier nochmal, wie Fang funktioniert. Richtig heftig. Vor allem seine Ult kann krass werden. Dort könnt ihr von Gegner zu Gegner mit der Ult springen. Okay, auf geht's. Wir machen jetzt hier einfach voll die Attacke. Oh mein Gott! Was? Hä? Fang ist da viel zu OP. Was ist das denn? Und der letzte Kill. Und das ist wirklich der Wahnsinn. Wie stark ist bitte Fang? Oh mein Gott. Okay. Nein. Okay, ich glaube, das wird echt ein easy win für Fang. Außer wir gewinnen das jetzt durch Zufall. Ich glaube, ich habe zu viel angegriffen auch. Welcher Platz ist das? 3, ja. Das heißt, damit sind wir insgesamt 5-1. Und das bedeutet, wir haben es geschafft, öfters zu gewinnen als zu verlieren. Okay, dann würde ich sagen, wie immer erstmal mit Shop-Creator-Code Jojonas. Und jetzt hoffen wir, dass wir was Gutes kriegen. Wir haben eine ganze Menge Skins, davon sind einige cool, manche nicht so. Aber vor allem haben wir ein Megabox-Angebot. Wir dürfen jetzt, ja, wie viele Sachen? 5 zufällige gekauft. Hey Siri, nenn mir eine zufällige Zahl zwischen 1 und 8. 4. Wir haben zuerst den Edgar-Skin. Let's go. Den können wir uns direkt schon mal kaufen. Das ist eigentlich ein nicer Skin, muss man wirklich sagen. 5. Den Jackie-Skin, den finde ich nicht so geil. Wir haben die 6, den Boxer-Skin, der ist schon ein bisschen besser. 3 Gegenstände bleiben übrig, wir haben auch immer nicht das Megabox-Angebot bekommen, bitte. 2 Münzen, die sind jetzt halt low, 130. 1, let's go, wir haben es im letzten Versuch geschafft. Okay, geil. 169 Gems, 7 Megaboxen. Aber jetzt mal irgendwas Geiles, das wäre richtig gut. Komm, erst gar nichts raus. 8! LOL, wir haben immer einen Bass gezogen, das ist geil. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. So viel zur heutigen Challenge. Lasst gerne wie immer ein Abo da, wenn ihr keine weiteren Brawl Stars Challenges oder Videos verpassen wollt. Schaut gerne im Abstand vorbei für weitere Videos. Haut rein, bis zum nächsten Video und ja, ciao.